Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Worlds. Ja, wir sind ja immer noch König. Und ich bin gespannt, was wir diese Folge alles entdecken. Wir haben ja noch, eine ganze Menge vor uns, nehme ich mal an. Und wir nehmen uns erstmal, ein König gehört natürlich auf ein königliches Pferd. Und das nehmen wir uns jetzt einfach mal. Um hier noch ein bisschen durch die Gegend zu reiten, gucken, was wir noch so alles entdecken. Will eigentlich mal gucken, ob wir hier auch irgendwo Lava finden. Lava und bergige Landschaften. Weil ich habe gehört, dass man dort Magier finden soll. Und die will ich natürlich finden. Die Frage ist nur, wo genau. Also hier scheint das ja zu Ende zu sein. Muss mal gucken, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo wir schon überall waren. Das ist das Problem. Gut, wenn wir unseren großen Tunnel finden, dann weiß ich, dass wir da an der Stelle schon mal waren. Dann müssen wir auch irgendwann mal wieder anfangen, oder irgendwann mal anfangen, nicht wieder anfangen, sondern irgendwann generell mal anfangen, so ein bisschen was zu bauen. Das hier sieht ja zumindest schon mal sehr üblich aus, und da... Oh, ein Drache! Uiui. Nein, 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 nein! Raus, raus, raus! Verdammt! Nein! So, ich steig mal ab. Ah ja, das Spiel läuft wieder langsam. Jetzt müssen wir erstmal hier den Zauberer. Warum finde ich den nicht? Jetzt habe ich ihn gefunden. Und dann werden wir uns nämlich gleich mal in den verwandeln. Dann gehen wir mal weg vom König. Können wir uns in den verwandeln? Ja, können wir. Jetzt sind wir Zauberer. Können wir auch zaubern? Tatsache. So, und als Zauberer kann man ja mal auf den Drachen reiten. Wenn das funktioniert, ich bin mal gespannt. Aber eigentlich müsste es ja. Ja. Eben stand zumindest schon mal das E da. Aber irgendwie will er nicht. Komm. Komm. Nicht weglaufen. Na, na, nun los. Ich drücke eh, aber es passiert nichts. Schade. Mensch. Also das ist immer noch so ein bisschen buggy hier, dass man... Ist ja bei den Pferden manchmal genau das gleiche, dass man da irgendwie nicht aufsitzen kann. Ich möchte aber. Er kann bestimmt auch fliegen. Ich wollte schon immer mal mit einem Drachen fliegen. Er steht aber auch nicht still. Bleib hier! Ach Menno. Ich habe ihn doch, glaube ich, noch gar nicht entdeckt, ne? Das gibt's doch nicht. Das E steht doch ganz deutlich da. Das muss doch funktionieren. Ich will den jetzt auch nicht angreifen. Jetzt bin ich in das Ding eingestiegen. Jetzt hänge ich auf dem Drachen drauf. Ist egal. Wo bin ich denn? Okay. Lassen wir das an der Stelle. Aber immerhin sind wir jetzt Magier. Eigentlich haben wir das Ziel erreicht. Können wir die Folge beenden? Nein, Quatsch. Wir gucken noch ein bisschen weiter, was wir hier noch so Schönes finden. Uiuiui.
Jetzt hier noch weiter dahinter. Ah, warum hochklettern? Oh, oh. Warum hochklettern, wenn wir uns auch dadurch einen Weg bahnen können? Was ist denn das? Oder dürfte man, da sollten wir nicht reinfallen. Verdammt. Ich sag's noch. Okay, mal gucken, wo wir jetzt spawnen. Ich bin gerade, als ich das so gesehen habe, auf eine Idee gekommen. Dafür brauche ich aber einen Hubschrauber. Wollte mal gucken, ob er mit hier auf den Mond fliegen kann. Weil ich den da gerade so gesehen habe. Klettern erstmal hier hoch. Mal, dass wir einen Hubschrauber gespawnt kriegen. Und fliegen einfach mal nach oben. Kann man auf den Wolken landen? Sieht so aus, weil da steht schon einer. Ist ja cool. Wollte schon immer mal auf einer Wolke sein. Vernichten. Aber wo ist denn der Mond hin? Eben hat man den noch gesehen, als wir da... Da hinten. Aber der geht gerade unter. Also vielleicht erwischen wir ihn noch. Das würde mich mal interessieren, ob wir mit dem Hubschrauber zum Mond fliegen können. Wo ist er denn? Da. Mal sehen, ob der erreichbar ist. Nein, er geht unter. Schade. Jetzt müsste ja die Sonne auch rauskommen. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Wir gehen erstmal wieder ein bisschen runter hier. Das ist unsere Welt von oben. Ja, dann haben wir eigentlich jetzt ziemlich alles erforscht dort. Wenn ich das so richtig sehe. Moment. Da ist ein Pferd auf der Wolke. Wenn wir schon mal auf einer Wolke waren, dann müssen wir doch noch was bauen. Landen wir hier mal. Und jetzt bin ich aber... Moment, mal gucken, ob ich aussteigen kann. So. So, ich bin ja noch. Lego-Wolken. So. Jetzt müssen wir natürlich auch noch was hier umbauen. Was bauen wir denn mal Schönes? Was können wir denn überhaupt bauen? Die Steine an sich nicht. Das wird mir zu schwierig. Es gibt da hier schon diese vorgefertigten Sachen. Steinsets. Ach, siehst du, wir können sogar Wolken bauen. Ah, komm. So ein Lollipop auf einer Wolke? Das ist doch auch mal nicht schlecht. Mal sehen, ob man den von unten auch sehen kann. Okay, so. Jetzt mal hier auch noch einen hin. Wenn das Bauen damals als Kind auch so leicht gewesen wäre. Obwohl, dann hätte es keinen Spaß gemacht, glaube ich. So. Außer wir landen jetzt auch wieder auf der Wolke. Ja. Okay, okay, okay. Wo ist jetzt mein Hubschrauber? Dann landen wir jetzt mal wieder auf der Erde.
aussteigen. Schauen wir mal nach oben. Da, man sieht's. Ha. Kinder träumen davon, auf die Lollipop-Wolke zu gehen. So. Jetzt können wir mal uns ein Haus basteln, weil durch den Lollipop müssen wir das ja eigentlich finden. Häuschen. Nehmen wir mal das hin, das sieht gar nicht so cool. Das sieht gar nicht so cool aus, ne? Das sieht eigentlich cool aus. Los geht's! So, dann können wir... Nein, ich wollte mich nicht verwandeln. Ich wollte den... Hallo. Kann ich nicht winken? Schade, ich kann nicht winken. Okay, dann suchen wir mal den Eingang von unserem Haus hier. Das kann erstmal weg. Das hier muss auch noch ein bisschen... Da ist der Eingang. Oh, mit Bett und allem drum und dran. Und Terrasse. Ist das nicht schön? In Lego Worlds. I like. Okay, mit diesem wundervollen Ausblick von unserer Terrasse machen wir auch mal Schluss mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da und oder kommentiert das Video. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, mach noch schön Faxen, okay. Bis zum nächsten Mal, dann macht's gut. Tschüss, ciao, euer David von meinika.de.